Willkommen zu Teil 2 von meinen Streamhelligen Highlights. Schaut euch Teil 1 an, wenn ihr es noch nicht getan habt, weil das baut aufeinander auf. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, zeigt es mir mit einem Like und schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich habe noch mehr als genug Zeugs davon, das ich schneiden kann. Wenn ich weiß, dass ihr das feiert, weil Streaming Highlights hat so verfickt lange zu schneiden. Also ich habe allein an den Streaming Highlights 40, 50 Stunden bestimmt gesessen. Also wirklich extrem lange. Deswegen hoffe ich, dass euch das Ganze gefällt. Schaut es euch bitte bis zum Ende an, weil sonst war die Arbeit ziemlich umsonst, wenn ihr es euch nicht wirklich anschaut. Versteht sich. Und ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, folgt mir auf meinem Twitch. Da kommt das ganze Zeugs her. Folgt mir auf meinem Insta und auf meinem Twitter, weil wenn ihr das seht, bin ich gerade im Urlaub und da gibt es immer geile Stories, geile Fotos, die man catchen kann. Also lohnt sich definitiv. Kann doch nicht angehen, oder? Ja, klar geht das noch an, aber es qualmt schon. Es ist halt schon. Aber du hast gesagt, es kann doch nicht angehen. Ich schütte mir erstmal einen ein. Ich auch. Hey, ich kann mir keinen einschütten, wenn du dir einen kannst mir einen mit einschütten. Kann dir 10 auch einschütten, wenn du das gerne möchtest. Nicht, Jonas, ich sehe schon, dass Jonas es von Haus rammt. Ja. Das finde ich gut. Das ist ja doch klar. Hallo! Ich werde erstmal fragen, ob das okay ist, wenn ich auf TS komme für Nick. Ja klar. Aber ich habe natürlich den Stream immer noch auf zwei Nick, Geräten. Gleichzeitig auch. Ich hab ein Alien-Outfit. Ja, hab ich extra für dich reingemacht, du Homo. Ich wollte mit dem Benzinkanister, wollte ich uns ein bisschen einschütten. Komm mal. Boah, die Alter hat mich voll mitgenommen. Hast du die Karre gesehen? Jetzt geht's los, Alter! Die Karre ist mega hässlich. Ja, ist der Hammer, oder? Ja, die habe ich mir vorgenommen, irgendwann mal Nick im Stream zu geben. Also, ja. Danke. Nick, erschieß sie doch nicht, wenn wir hier schöne Features da drin haben. Die Karre ist scheiße. Die Karre ist absolut nice, wollte ich dann an der Stelle nochmal betonen. Nick, wir können endlich unseren Zweisamen. Ich will zu dem Hund nach hinten. Fahr mal eben zum Schnellspähen-Tower. Wann hast du mich das letzte Mal in Real Life? Du hast mich, ich glaube, ein, zwei Mal haben wir uns mal gesehen. Einmal auf Pauls Geburtstag, wo wir Minecraft PE-Server gespielt haben. Oh Junge, das war der Feier, Junge. Das war noch anders krasse Zeiten. Guck mal, Nick, hier hin. Das ist so die Familienkutsche für dich immer noch. Das ist diese Homo-Van oder was? Ja, normal. So, und jetzt? Fahrzeugtüren, alle auf. Ja, Alter, da läuft die Mucke, Bro. Ich hab Musik. Oh, Nick, du Affe! Hol mal Paul jetzt ab, den kleinen Homo. Wir lassen uns dann auch einfach erschießen, Nick. Alles klar. Perfekt, er parkt einfach mitten auf dem Highway und lassen uns erschießen. Außer Pornhub oder XNXX, weiß ich leider nicht. Ich glaube, du weißt auch schon lange, dass es Free Prämien jetzt gibt wegen Corona. Als auch. Warte mal, das wusstest du nicht, Jonas? Du? Na, du hast mir das geschrieben. Warum weiß ich das? Dann. Ja, weil du so ein richtig räudiger Wichser bist. Ja, aber ein Mate von mir hat einen Premium-Account und der hat mir die Zugangsdaten auf ihre gegeben. Oh, hast Corona du nicht gesagt, dass er irgend so ein Typen, den du nicht kennst? Jein. Also in Real Life kenne ich ihn nicht. Ist halt so ein Stream-Zocker-Kollege, sowas, ne? Dass er irgend so ein Inder aus Bangladesch ist. Ich dachte, ich werde von Jugendlichen. Ich meine, wie ich Paul kennengelernt habe. Bin ich aus Bangladesch eingekauft. Mit einem ganz das familiären. Einer, Pornhub. Familien aus. Ja. Das ist Digga, dieses gibt's Dreirad da, bitte sag ja. Soll ich das gleich mal holen? Ja, in Real Life ein Dreirad hast. Karamellisiertes Dreirad, das hab ich auch. Ein karamellisiertes Dreirad, was ist das? Karamellisierte Schweine. Halt die Köpfe jetzt, du Affenkind. Sag ich noch, was lang geht. Kugelsichere Reifen? Karamellisierte Schweine. Ach, alles ich hab vergessen auf Twitter zu schreiben, dass ich ein Deutschländer bin und der Streamer ist und dass jeder, der mir nicht zuschaut, in der Hölle enden wird. Komm, Heinrich. Hey, Leute. Heinrich! Oh. Hi, Leute. Komm mit zum Familienausflug. Ey, ganz kurz, habt ihr mal auf die Felgen geachtet? Da ist ein Dollarzeichen drauf. Die sind iced out, oder was? Na klar. Jetzt haben wir wieder Bullen, weil die Affenkinder gegen uns gefahren sind. Sag mal, Justus, der soll da endlich mal aufhören mit dem Downloaden. Uploaden. Was loadet der denn ab? Das kannst du dir selbst denken. Kurze Frage, ist dein Mathelehrer so geil wie meiner? Nein, meiner ist nicht so erotisch. Mein Mathelehrer, ne? Einer errechnet eine Aufgabe durch. Ist die richtig? Mhm. Das musst du selber rausfinden. Ah, alles klar, Digga. Wofür wirst du Missgeburt bezahlt? Aber wo kann ich nochmal sehen, ob ich bei euch in der Lobby bin? Du bist bei uns drin. Ich bin ja nicht drin, da gebe ich dir recht. Ich ruf mal eben nochmal die Raumsäuberungsfachkraft hier hoch. Champagner, Sir. Ich habe zweimal beim Pferderennen auf die mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, also 1 zu 30 oder so gesetzt. Zweimal das ist die niedrigste Wahrscheinlichkeit. Meine ich doch, blöder Homo. Und hab zweimal hintereinander gewonnen. Jonas, wenn du jetzt rauskommst, dann können wir kannst du mal sehen, was wir von Greta halten. Das ist nur für Greta hier gerade, Nick. Kannst du mir erzählen, was du willst? Ganzen das Verschwörungstheorien gesehen? Nee. Sind 333 Leute schon an Corona gestorben. 333 FFF, Fridays for Future.
Greta schuld am Coronavirus. Bruder. Ja, das hier tun wir gerade für Greta. Genauso wie, dass wir 100 Milliliter pro Minute unseres Tankinhalts einfach rausfließen lassen. Das tun wir auch für Greta.